letzten Rednerin des heutigen Abends, aber ich möchte trotz allem allen nochmal sagen, dieses Mikrofon ist offen, wer hier sprechen möchte. Ihr müsst euch kein Beispiel an Colette nehmen oder an Carsten, das sind super Top-Redner. Ich bin's nicht und trotzdem stehe ich hier vorne. Fasst euch ein Herz und kommt gerne hier vor. Das stimmt nicht, weil du organisierst das Ganze. Ohne dich wäre das hier mit unter anderem nicht möglich. Also bis gut. Willkommen im besten Deutschland aller Zeiten. Es wird ja immer besser und immer schöner. Und das Montagszitat heute, dachte ich mir, einen Slogan, der vermutlich der gesungene Slogan des Jahres 2024 wird. Und ich hoffe echt, ihr überwindet eure Komplexe. Ich muss es hier auch tun, und zwar gefilmt. Singt mal bitte alle mit, das wird das Lied. Wir haben die Schnauze voll, wir haben die Schnauze voll. 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 Mega! Das Volk steht auf, endlich, längst überfällig, und deswegen ist es kein reiner Bauernaufstand mehr. Es ist ein Volksaufstand. Der gesamte Mittelstand steht geschlossen und vereint. Es ist eine unvorstellbare Welle der Solidarität. Endlich, endlich ist sie da, die gefährlichste Waffe des Volkes gegen die Machthaber. Zusammenhalt und Solidarität. Was haben Sie alles versucht? Wie unverfroren haben Sie das Volk gespalten? Selbst die Landwirte wurden auf einmal als rechtsextrem dargestellt. Und der Präsident des Bauernverbandes, Carsten, hatte es schon angedeutet. Herr Rückwied hatte nichts Besseres zu tun, als sich von den Altdemonstranten zu distanzieren, angeblich im Namen der Bauern. Der, der den Parteitag der Grünen gesponsert hat, der, der im Aufsichtsrat der staatlichen KfW-Bank sitzt, zusammen mit dem Minister für Landwirtschaftsveränderung, Herrn Özdemir, und unserem Prinzen Mimimi, die lassen mich nicht von der Fähre, Habeck, grandios und ein Garant. Und ein Garant für wirklichen Widerstand, überhaupt nicht vorbelastet und total unbefangen. Dieser Mensch, der mit realer Landwirtschaft ungefähr so viel zu tun hat wie unsere amtierende Olympiaverliererin im Buchstabierwettbewerb mit wirklicher Außenpolitik, redet davon, dass die Regierung nun endlich mal etwas von den Gesetzen zurücknehmen müsse. Nein, darum geht es nicht. Die Regierung muss abtreten, geschlossen und sofort. Die Bauern und alle Gewerke, die Gastronomen, die Transportunternehmen, sie alle haben die Schnauze voll, es reicht. Wir haben grandiose Kundgebungen und Protestaktionen der Bauern, aber wir haben die Speditionen, die Handwerker, die Menschen aus dem Gesundheitswesen, Gastronomen, Fischer, Jäger, Arbeitende und arbeitssuchende Menschen, Rentner und Studenten, überall die wunderbaren Bekundungen der Solidarität. Wir brauchen wieder das kollektive Bewusstsein für unsere Stärken, für unsere Kraft als Souverän. Wir sind der Souverän im Land. Und diese Muppet-Show hat die Interessen des Souveränes umzusetzen und nicht die irgendwelcher ekelhaften Eliten. Steht auf, wehrt euch. Ihr seid so lange still gewesen, weil ihr Angst hattet, alles zu verlieren. Und wie viele haben so vieles verloren, weil sie geschwiegen haben? Die Videos von den kleinen Kindern auf ihren Mini-Traktoren mit Flatterband, ihr habt es bestimmt auch gesehen, mit selbst gebastelten Geschenken für unsere Helden. Ich habe so lange nicht mehr so viel geweint vor Rührung und vor Glück. Es ist fantastisch, und das öffentlich Entrechtete verblödet die Menschen weiterhin. Ab heute früh gegen 6 war Berlin bereits dicht. Und die Sprechende, ja, das war grandios, mein Applaus dafür.
Und die sprechende Marionette im Wir versauen euch den Morgenmagazin faselt davon, dass einige Bauern sich langsam einfänden, zeitgleich zu diesen Videos, wo bereits alles dicht war. Da hatten wir auch schon Videos von Polizisten gesehen, die völlig überrollt waren von den Massen an Großfahrzeugen, die bereits in der Nacht ankamen, und es waren noch längst nicht alle dort. Und danach ging es fröhlich weiter. Man merkte, dass die Stimmung, also man bemerkte im Fernsehen, dass die Stimmung im Land ein bisschen mies sei. Und das müsse auch man auch mal so ansprechen dürfen. Also die Stimmung ist ein bisschen mies. Wenn mir ein Kuchen verbrennt, weil ich vergessen habe, den Timer zu stellen, dann ist die Stimmung ein bisschen mies. Und wenn das Wetter scheiße ist, dann ist die Stimmung auch ein bisschen mies. Wenn eine Hampelbude Politik gegen das eigene Volk macht, jedem Kritiker die Nazikeule um die Ohren ballert, lügt und hetzt und sich selbst ununterbrochen beweihräuchert, wenn hier alles vor die Hunde geht, unsere Kinder keine Zukunft mehr haben und unsere Alten, Zettel dazwischen, wartet mal ganz kurz, wie Dreck behandelt werden, ein ganzes Land ruiniert wird, dann ist die Stimmung nicht einfach ein bisschen mies, dann brennt die Luft und das völlig berechtigt, dann steht das Volk endlich auf und dann haben dieses verlogene Fratzengeballer die Stühle zu räumen. Wir fordern den sofortigen Rücktritt. Nochmal, damit es nicht überhört wird. Wir fordern den sofortigen Rücktritt dieser Regierung. Alle müssen ihre Posten räumen! Wie oft hat man überlegt, so rückblickend, wie es sein konnte, dass in der Geschichte Menschen so dumm gehalten wurden. Jetzt sind wir live und in Farbe Zeuge davon. Wir sehen zeitgleich auf Rumble, Telegram, YouTube, TikTok und so weiter die Realität. Und dann sehen wir das Staatsfernsehen des Zentralkomitees 2.0 und dürfen Zeuge der totalen Verblödungsmethodik, Gehirnwäsche und Hetze werden, die dort ununterbrochen abgespult wird. Brot und Spiele der Neuzeit. Da stellt man die Bauern dar, als würden sie nur Subventionen abkassieren wollen. Diese Politik, und das hat schon lange zuvor angefangen, will die Bauern gezielt enteignen. Es geht um etwas viel Größeres als das, was die meisten sich vorstellen können. Ein sehr engagierter Landwirt aus Thüringen auf diesem Wege, Grüße an Frank, hat mir davon berichtet, dass ein Kollege, der Hühner züchtet, für ein Hähnchen ganze 85 Cent bekommt. 85 Cent. Dafür muss er es bis zur Schlachtreife füttern, reinhalten, impfen lassen und so weiter. Bei aktuell dreifachen Kosten für Energie und Wärme. Was bleibt denn da? Neue Kredite, 7 Tage die Woche Arbeit von früh bis abends und dann noch der absolute Hohn dieser Muppet Show. All das ist nicht von allein passiert. Das ist die Folge der Politik und auch nicht versehentlich. Das war das Ziel. Die vermeintlich goldenen Jahre der Bauern sind längst vorbei. Vorschriften über Vorschriften. Und ich sage es nochmal wie in Wittenberg, von sesselfurzenden Klappspaten, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und die nur einem dienen, der Vernichtung der Landwirte. Denn Laborfleisch und Insekten und vertikales Gärtnern soll die Zukunft sein. Da stören echte Bauern nur. Deren Flächen kann man dann nach dem Ruin für ein Apfel und ein Ei kaufen und dann noch mehr Photovoltaikanlagen draufballern, Grundböden versiegeln. Das ist das Neue nachhaltig. Die Handwerker wissen nicht mehr einen noch aus, weil sie keine Lehrlinge mehr finden, die noch bereit sind zu arbeiten. Folge absolut genialer Bildungspolitik, wo auch dem Blödesten nicht mehr gesagt werden darf, dass er vermutlich kein Albert Zweistein wird, weil dann die woken Eltern auf der Matte stehen und dem Lehrer vorwerfen, er oder sie hätte das arme Kind traumatisiert. Da werden ganze Riegen von Weicheiern großgezogen, die nur noch dicke Daumen haben vom Datteln. Dicke Eier suchst du vergebens, aber wer schwach ist, kämpft eben nicht. Wer schwach ist, kämpft eben nicht, und das ist der beste Garant für Machterhalt. Und während man den ehrlichen Menschen im Land jeden Tag unermüdlich mehr und mehr Steine in den Weg legt, senkt die Hampelkoalition ganz entspannt die Strafen für überführte Verbreiter von Kinderpornografie. Die EU-Ministerin
Ilva Johansen, vermutlich nach dem vierten Booster, faselt, die Einwanderung muss jedes Jahr um 1 Million steigen, sonst verhungern wir. Ja. Wir werden nicht verhungern, wenn wir keine Landwirte mehr haben, sondern wenn wir jährlich keine 1 Million neue Flüchtlinge aufnehmen. Macht Sinn, wenn dich deine Eltern jeden Morgen mit dem Bus in die Baumschule geschickt haben. Der Staat bedient sich weiterhin aus der Rentenkasse, mittlerweile 1 Billion 700 Milliarden Euro, die verfassungswidrig zweckentfremdet wurden. Ist doch nicht schlimm, schmeißen wir einfach mehr Flaschen auf die Straße, da können Sie sich noch was dazu sammeln. Es reicht, es geht nicht um die Rücknahme von irgendwas. Die Bauern, viele Bauern haben, nachdem der Präsident des Bauernverbandes, den ich für so aussagekräftig für die Bauern halte, wie den Bundespräsidenten für uns Bundesbürger. Nachdem er sich von uns distanziert hat, haben mich unzählige Bauern aus ganz Deutschland angeschrieben. Man findet mich ja mittlerweile. Und das hat mich unendlich gerührt und haben gesagt, wir distanzieren uns nicht von dir, Colette. Das, was du sagst, ist richtig und wir sind stolz darauf. Und deswegen möchte ich heute auch über diese Probleme sprechen. Es geht den Bauern nicht darum, dass die Ampel irgendwas zurücknimmt. Es geht den Bauern darum, dass diese Ampel endlich zurücktritt. Wer so dermaßen unmoralisch und perfide unterwegs ist, der wird immer nur klein beigeben, um die Macht zu erhalten, um dann noch viel gewaltiger weiterzumachen. Wir, das Volk, fordern den Rücktritt der Regierung. Die Zeit der blumigen Worte ist vorbei, bei mir ja schon länger, aber es ist unumgänglich. Die Forderungen nach dem Rücktritt sind keine Umsturzfantasien. Das ist unser demokratisches Recht. Sie haben uns alles Mögliche versprochen und laut dieser Versprechen wurden Sie gewählt, wenn auch eher kläglich, weswegen Sie sich ja auch zu dritt zusammenrotten mussten. Sie haben sich an kein Versprechen gehalten. Sie haben sich nicht an Ihren Eid gehalten, alles zum Wohl des Volkes zu tun. Sie arbeiten, und zwar nicht aus Dummheit, sondern mit Vorsatz daran, unser Heimatland zu zerstören. Möchte gern Napoleon, Olaf der Vergessliche, muss die Vertrauensfrage stellen. Warum auch nicht? Er kann sich doch morgen sowieso nicht mehr daran erinnern, dass er gestern Kanzler gewesen ist. Diese Dreistigkeit, mit der sie komplett über uns hinweg regieren, diese Unverfrorenheit, die Menschen wegen Majestätsbeleidigung vor Gericht zu stellen, weil sie sagen, ich zitiere, Baerbock ist dumm. Morgen werden sie uns an die Wand stellen, weil wir sagen, Butter ist fettig. Wenn du eine Tatsache beschreibst, kriegst du eine Geldstrafe von 10.000 Euro. Wo leben wir denn? Ich kann nicht mal verstehen, warum ein Sprachfehler auf zwei O-Beinen sich überhaupt anmaßt, sich selbst als Majestät zu sehen. Was hier abläuft, ist mehr als unverfroren. Es mag sich für manche noch fremd anhören, aber es geht tatsächlich um die Enteignung der Menschen. Durch das Heizungsgesetz werden die Menschen ihre Häuser nicht mehr halten können. Sie werden sie verkaufen müssen. Das ist denen da oben sehr wohl bewusst. Und sie nehmen es nicht nur billigend in Kauf. Das ist das, was sie wollen. Durch die Gesetze gegen die Verbrennermotoren werden die meisten Menschen in naher Zukunft sich eine unabhängige Mobilität mit eigenem Auto nicht mehr leisten können. Wer hat schon die Kohle für ein E-Auto? Das ist die nächste indirekte Enteignung. Und durch endlose, völlig hirnverbrannte Vorschriften für die Landwirte werden auch diese ihre Äcker nicht mehr bewirtschaften können, ihr Vieh nicht mehr halten. Sie werden diese am Ende verkaufen müssen, damit sie überhaupt noch Geld haben. Das ist die nächste indirekte Enteignung. Man nimmt es den Menschen nicht direkt weg, das wäre zu auffällig. Aber man schafft Gesetze und sorgt bewusst dafür, dass sie alles aufgeben müssen und werden, wenn wir nicht dafür sorgen, dass sie geschlossen zurücktreten und diese widerlichen Medien gleich mit. Sie sollen ihre dreckigen Funkhäuser räumen, diese Erfüllungsgehilfen. Wir haben einen Volksaufstand im Land und die berichten von ein paar Traktoren. Die haben doch den Schuss nicht mehr gehört. Diese
diese Farce einer Regierung, die sich von den Medien ununterbrochen hofieren und helfen lässt, muss geschlossen abtreten. Was auch immer Sie in den nächsten Tagen vorschlagen, werden wieder nur faule Kompromisse sein. Sie werden euch reinlegen, anlügen, verarschen, nur für ihren eigenen Machterhalt und hinterrücks am nächsten Akt der Zerstörung arbeiten. Fallt nicht darauf rein. Wir müssen demonstrieren, bis dieses Elend ein Ende hat. Eine Regierung, die so vehement gegen das eigene Volk arbeitet. Eine Regierung, der jedes Mittel recht ist, Menschen zu diffamieren, koste es, was es wolle. Eine Regierung, die sich so unfassbar weit von jeglichen Regeln eines respektvollen Miteinanders entfernt hat. Eine Regierung, die so sehr in kriminelle Machenschaften verwickelt ist und noch nicht mal im Ansatz daran denkt, den Hut zu nehmen. Eine solche Regierung gehört gefeuert und zwar geschlossen. Und falls dann noch so manche Angst vor dem danach haben, glaubt hier ernsthaft noch jemand, es könnte eine noch schlimmere Regierung kommen? Haben wir jemals seit Kriegsende so viel Ideologie gehabt? Mensch, selbst das Zentralkomitee war ein Kegelverein gegen diese Hampelbude. Haben wir jemals zuvor so viele Vorschriften gehabt in allen Bereichen? Was darf ich noch sagen? Was darf ich noch denken? Wie darf ich noch heizen? Was darf ich noch essen? Welches Auto darf ich noch fahren? Welche Glühlampen benutzen? Darf ich sagen, dass ich einen Sohn habe, nur weil er einen Penis und Hoden hat? Oder bin ich dann schon völkisch? Werde ich gesellschaftlich geächtet, wenn ich Zigeunersoße bestelle? Darf ich darüber sprechen, dass meine Nichte von einem Neubürger vergewaltigt wurde? Wo sind wir denn hingekommen? Ihr solltet viel mehr Angst davor haben, was es bedeuten wird, wenn das hier so weitergeht. Erinnert euch, bitte erinnert euch, es gab eine Zeit vor diesem Wahnsinn. Sprecht mit Bauern, sprecht mit Spediteuren, mit Pflegekräften, unterhaltet euch mit Handwerkern, hört bitte aufmerksam zu. Sie alle sind am Ende. Ganz gleich, was euch durch das öffentlich Entrechtete verkauft wird, womit sie wieder versuchen, euch unter Kontrolle zu kriegen, sagt Nein zu dieser Manipulation. Ersetzt eine Stunde Fernsehen durch eine Stunde Reden mit Betroffenen und haltet die Tränen aus, die euch, wenn ihr noch Mensch genug seid, übers Gesicht laufen werden. Geht mal in ein Altenheim und sprecht mit den Bewohnern. Alles Nazis? Fragt die Mitarbeiter in Supermärkten, Restaurantbetreiber. Geht mal zur Tafel vor Ort und sprecht mit den Leuten. Alles Rechte? Wir sind nicht rechts und schon gar nicht rechtsradikal. Ich persönlich bin nicht mal Mitglied einer Partei. Wir sind mutig, wir sind Kämpfer, wir sind heimatliebend, wir sind Familienmenschen, wir sind menschlich, wir sind friedlich und wir haben die Schnauze gestrichen voll von diesem Schwachsinn. Wir wollen Politik für und nicht gegen die Menschen in unserem Land. Lasst uns zusammenstehen. Ich sag jetzt mal, inhaliert diese Bilder von heute, diese Bilder aus der letzten Woche. Lasst uns zusammenstehen und diesem unerträglichen Wahnsinn endlich ein Ende bereiten. Wir brauchen keine Brandmauer gegen rechts. Wir sind die Brandmauer gegen Blöd, gegen Zerstörung, gegen Korruption und gegen Machtgeilheit. Und darauf können wir stolz sein. Die Macht der Menschen ist so viel stärker als die Menschen an der Macht. Fühlt das, fühlt das. Es ist so. Wir haben heute den Anfang dessen gesehen. Wir haben die Macht der Menschen gesehen. Und es werden noch mehr dazukommen, auch wenn der Bauernpräsident sagt, ja, es ist beendet. Es gibt ganz viele Bauern, die sagen, wir machen weiter. Wir haben diesen Aufwand nicht betrieben, um unvertaner Dinge nach Hause zu fahren. Wir müssen uns alle unterstützen. Unsere Regierung ist die schlechteste Regierung für uns, aber die beste deutsche Regierung, die Amerika jemals hatte. Und deswegen an die Volksvertreter und in der grünen versifften Glaskuppel in Berlin. Ihr seid unsere Angestellten und als eure Arbeitgeber sagen wir euch, ihr seid gefeuert!